Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil zum Thema Neutron und Sidechaining. Ich möchte dieses Tutorial sehr kurz halten, weil es nicht um was sehr Besonderes geht. Im Grunde kann man natürlich auch das, was ich erkläre, mit vielen anderen Möglichkeiten lösen. Auch mit bordeigenen Mitteln, das weiß ich schon, aber ich finde mit Neutron geht es doch relativ einfach und diejenigen, die dieses Plugin haben, die können das ja mal so ausprobieren, wie ich das mache. So, zum Musikbeispiel erstmal, wie es insgesamt klingt und dann werde ich da ein bisschen reduzieren. So, das ist wirklich nur ein kleines Witzelchen, so ein Ausschnitt aus einem Stück und ich nehme mal die entscheidenden Bässe raus, die hier wieder die Probleme verursachen. Muss dann noch weitere Vorbereitungen treffen. Das Übliche, jeder kennt das mittlerweile. Dazu muss ich sagen, nach dem letzten Tutorial gab es eine Anfrage und ich möchte darauf nochmal hinweisen, dass man Neutron immer als VST3 Plugin anwählen muss hier, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das kommt ja zweimal hier vor und man muss unbedingt hier in diesem Bereich Neutron verwenden und nicht hier oben unter VST. So, das dazu jetzt das Übliche. Ich gehe vom Subbass aus und lege hier meine Strippe wieder zum perkussiven Bass, so habe ich ihn mal genannt, weil er so ein bisschen wie Percussion klingt. Und danach muss ich natürlich auch wieder hier in meinem Zielkanal das Übliche auswählen, unter Processing hier die 1. Es gibt ja nur einen Verweis auf diesen Kanal. So, danach gehe ich auf Masking. Ich habe hier schon meinen Subbass angewählt, damit es alles ein bisschen schneller geht und dann spielen wir das Ganze nochmal ab. Ja, hier wird das Problem schnell deutlich. Es gibt hier Kollisionen natürlich im Bassbereich. Man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ja gut, dann Subbass ist mir wichtig, dann nehme ich hier das einfach weg, die unteren Frequenzbereich und dann ist ja gut, da habe ich hier auch noch genug Percussion. Aber ja gut, einmal ist es ein Beispiel und andererseits habe ich das auch probiert und ich finde, gerade im unteren Bereich gibt dieser Bass nochmal ein bisschen Kraft von unten her und das möchte ich auch erhalten. Also, was mache ich? Ganz einfach, man hat ja gesehen, das ist nur ein kleiner Bereich. Den kann ich natürlich jetzt erstmal mit einem Frequenzband anwählen und dann auch gucken, ob das so verschwindet. So, ich möchte das Ganze auch nicht zu breit machen hier, dieser Q-Wert, also nicht zu viele Frequenzen da rausschmeißen und muss jetzt gucken, dass ich das so ein bisschen verträglich mache und annähere an das, was ich eigentlich hören möchte. So, an der Stelle denke ich, geht es langsam los mit den Problemen. Ich wähle natürlich dann jetzt hier diesen Dynamic Mode wieder und wähle extern Full und habe hier Compress. An der Stelle wird also dann das Signal unterdrückt. Threshold ist runtergesetzt
geregelt, Signale unterdrückt und ich dürfte also jetzt keine Probleme kriegen. Immer wenn der Subbase sein Signal gibt, dann wird hier runter geregelt. Aber eben nur dann, und darauf kam es mir ja an. Ja, im Grunde ist es das schon. Ich habe vor, im nächsten Video über Pad Sounds zu sprechen und will selbst mal einen kreieren, und vielleicht hat ja jemand Lust, sich dieses Video anzuschauen. Bis dahin, alles Gute, tschüss.